Servus, liebe Zuschauer. Grüße euch. Ja, hier mal einfach, weiß man, wieder mal ins Gesicht gesprungen ist. Ja, Christian Lindner. Ja, die, wie nenne ich ihn? Die Qualle, das Gummibärchen oder einfach nur komplett unbedeutend, enthirnt oder vielleicht auch irgendwie nicht bei sich und das seit Geburt, ich weiß es nicht, ja, aber Christian Lindner und die FDP, also da freiheitlich zu sagen, die jetzt hier alles bisher mitgetragen haben, ein Jahr lang auf mal ganz locker und irgendwie ein bisschen aufgebellt haben, damit sie noch irgendwie sich in Nuancen voneinander unterscheiden, aber die Stoßrichtung war immer die gleiche, da wurde ins gleiche Horn geblasen, wie man schon der junge YouTuber so schön sagt. Und jetzt hat er hier ein Statement, hammerharterweise wurde er gefragt, ob er in einem Aufzug, wenn zwei Aufzüge da sind, in dem einen ist ein linken Abgeordneter, im anderen ist ein AfD-Abgeordneter oder die AfD und im anderen ist die Linke. Und er muss einen von beiden wählen, er kann nicht die Treppe nehmen, für wen er sich entscheiden würde. Und da hören wir mal rein in die Geschichte. Die Linkspartei steht zu Parlamentarismus und Also als Begründung, warum er zur Linkspartei gehen würde, ich habe das andere in der anderen Clip nicht da, das ist jetzt ein Zusammenschnitt von Horizont, ja. Es fängt schon einfach monströs an, ja. Linkspartei steht zu Parlamentarismus und steht zu den grundlegenden Regeln der Zusammenarbeit und auch zu Genau. unserer Kultur Jo. des Grundgesetzes. Ich meine, wie der schon rumstottert, da bin ich ja richtig flüssig dagegen. Ja, jetzt mal im Ernst. Ja, der windet und würgt sich da ein ab. Ja, also wohl fühlt er sich nicht. Ja, aber man kann ja schwurbeln, bis der Arzt kommt, der nur nicht irgendwie eine Nähe zur AfD hier irgendwie herbeireden oder sich nachsagen lassen. Ja, also da muss ich echt sagen, bin ja momentan mit der AfD ja, oder schon seit längerem nicht mehr so wirklich grün, aber man muss auch mal fair bleiben. Also das ist alles ein Witz. Ja. Mal weiterhören. Und deshalb machen wir mit der Linkspartei schon mal auch etwas gemeinsam. Danke, Antifa. Nach einer Revolution und auch wenn wir dort 1% der Reichen erschossen haben, ist es immer noch so, dass wir heizen wollen. Ich muss sagen, wir erschießen Sie nicht, wir setzen Sie schon für nützliche Arbeit ein. Ja gut, also aber Lindner hat schon recht. Also die befinden sich also gänzlich auf den gleichen Grundsätzen wie die FDP. Würde ich mir aber als FDP vielleicht doch einige Fragen stellen. Kultur des Grundgesetzes. Die Wahl der linken Politikerin Barbara Borchert zur Landesverfassungsrichterin in Mecklenburg-Vorpommern wird immer heftiger diskutiert. Denn die 64-Jährige ist Mitglied der Vereinigung Antikapitalistische Linke. Diese wird vom Verfassungsschutz auf Bundesebene beobachtet. Sehr schön. Sie ist in einem Verein, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird und die wird dann Verfassungsrichterin. Also, wie verrückt kann es denn noch werden? Borchert hatte nach ihrer Wahl im Landtag im zweiten Anlauf gesagt, sie wolle auch weiterhin Mitglied der Vereinigung bleiben. Sie war mit einer Zweidrittelmehrheit von Abgeordneten der SPD, CDU und Linken gewählt worden. Und liebe Genossinnen und Genossen, Achtung. ich werbe dafür, dass wir die CDU, CSU aus der Bundesrepublik, aus der Bundesregierung. Also da könnte es dann doch einen Freudschen Versprecher gegeben haben. Die Lenning Wissow oder Lunning Issow oder wie sie heißt, ja, aus Thüringen ist ja neu eine der beiden neuen linken Vorsitzenden. Grundsympathische Frau, herzlich, tolle Ausstrahlung, Charisma und auch wirklich, es ist einfach so eine Grundsympathie hegt man da, ja. Es ist einfach wirklich allerherzliebst, ja. Oder wie heißt das? Irgendwie so. Also mir fallen da die Worte schon nicht mehr ein, was diese Frau alles ausstrahlt. Wahnsinn eigentlich. Vertreiben. Kultur des Grundgesetzes. Recht kurz kommt sie daher. Dennoch sorgt die deutsche Nationalhymne einmal mehr für politische Dissonanzen. Thüringens Ministerpräsident möchte sie komplett vom Tisch fegen. Ach so. Ich würde mir wünschen, dass wir eine wirklich gemeinsame Nationalhymne hätten. Vielleicht gibt es etwas ganz Neues, einen neuen Text, der so eingängig ist, dass sich alle damit identifizieren können und sagen, das ist meins. Aber ich wiederhole es.
Herr Möller ist mit dem, was er gerade im Parlament gemacht hat, aus meiner Sicht ein widerlicher Rucksack. Ein widerlicher Rucksack. Ein widerlicher Rucksack. Kultur des Grundgesetzes. Kultur. Es gibt in jeder Stadt eine vernünftig operierende Antifa. Und da könnt ihr mal die gesamte Kohle hinpacken, anstatt mit SPD, Grünen und CDU eine Einheitsfront zu bilden. Ich glaube, da hat die Antifa mehr von und wir haben den Nazi-Dreck irgendwann auch weg. Ja. Kultur des Grundgesetzes. So, so viel zur FDP und deren Vorsitzenden. Das heißt nicht ganz, da kommt noch was. Allerdings, wieso fusionieren die eigentlich nicht? Dann 2x5% wären vielleicht 10% oder so. Köstliche Geschichte. Und Lindner ist aber auch, das muss man auch mal fair bleiben. Ja, da wollen wir mal hier nicht jetzt hier den... Die miesen Tricks aus der Werkzeugkiste holen, da müssen wir mal fair bleiben. Lindner hat bereits nach zwölf Monaten hat er die Inzidenzgeschichte dann wirklich und die Gleichung mehr Tests, mehr positive Ergebnisse, das hat er bereits nach 12 Monaten. Eigentlich ein Wahnsinn, ja. Eine Geistesleistung, wo ist der wirklich, also da versinke ich in Grund und Boden und denke mir, mein Gott, da steht wirklich der richtige Mann an der richtigen Stelle. Also Gott, momentan hat er keine Regierungsverantwortung, aber er ist ein Top-Politiker und Fraktionsvorsitzender der FDP im Deutschen Bundestag. Der ist ja schon richtig, weil wenn jemand so ein Blitzgescheit ist, so ein analytisches Denken drauf hat und das auch einfach nur nach 12 Monaten bereits wirklich voll durchblickt, ja, das ist, verdammt, da kann sich jeder eine Scheibe davon abschneiden, Achtung. In dem Papier, das jetzt kursiert, gibt es eine bemerkenswerte Verbindung von Schnelltest mit Inzidenzzahl. Das ist paradox, weil bei der Ausweitung der Tests natürlich auch sehr viel mehr Menschen identifiziert werden, positiv getestet werden, die symptomfrei sind. Das haben wir schon, also mit wir sage ich wirklich, wir alternativen Medien schon seit April, Mai 45 hätte ich fast gesagt, also um korrekt zu bleiben, 2020. Wenn man also die Zahl der Tests ausweitet, dann wird es, wenn das gelingt, die Tests auszuweiten, Kraft Natur der Sache, mehr positiv Getestete finden. Das heißt schon... Oh, diese Erkenntnis, dafür hat er 12 Monate gebraucht. Ja, das hat er vorher nie erwähnt, also ich wüsste es nicht. In dieser entscheidenden Anlage der Pandemiepolitik der Bundesregierung, des Kanzleramts, ist ein dauerhaft verlängerter Lockdown angelegt. Deshalb kann es dabei nicht bleiben. Wir erwarten eine klare Öffnungsperspektive, einen Stufenplan mit regional umzusetzenden Bund. So richtig fit ist er auch nicht. Ja? Der verspricht sich ja wirklich in jedem zweiten Satz, ja, und er liest ab. Also irgendwie hat es ihm auch den Sender verbogen, ja. Des einheitlichen Wenn-Dann-Regeln. Wenn Sie dann? Wissen. Die Kanzlerin sprach dieser Tage ja bereits von Öffnung. Das, was jetzt auf dem Tisch liegt, zeigt, das war nur ein anderes Wort für die Verlängerung der bisherigen Lockdown-Politik. Ja, unglaublich. Sind wir froh, dass es die FDP gibt mit so einem brillanten Vorsitzenden, der zum richtigen Zeitpunkt taktisch vielleicht oder wie auch immer jetzt mit diesen Wahrheiten rausrückt. Leider Gottes ist es in der Medienwelt so, dass schon am nächsten Tag jeweils die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird und deswegen solche Sachen gar nicht mehr rausgekramt werden, jedenfalls nicht von den Mainstream-Medien, aber von Leuten wie Argonerd und anderen genüsslich und das mit vollem Recht dann nochmal hervorgezaubert wird, was da noch vor gar nicht allzu langer Zeit gesagt wurde oder nicht gesagt wurde. Ja? Und das mit den Linken ist ja irgendwie, da ist dann wirklich irgendwo alles zu spät. In diesem Sinne, liebe Leute, abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Und wenn ihr findet, okay, scheiß auf den Mainstream, wir schauen alternative Medien, aber Bingo Bongo, hier sind wir nicht dabei. Wir freien alternativen Medien nur unterstützt uns alternative Medien, entweder unseren Kanal oder einen anderen. Bei uns geht es mit Bitcoin und PayPal in der Beschreibung und viele andere haben auch eine Möglichkeit, wo ihr sie unterstützen könnt und darum bitte ich euch. In diesem Sinne, macht es gut, liebe Leute. Servus, danke euch.
Nur noch den Klopp finden, ja.